Schick machen ohne Regenvariante? An diesem richtigen Sommerabend liegt einzig die Vorfreude auf die Premiere der Domstufenfestspiele in der Luft. Das Publikum unterhalten mit einem alles andere als leichten Stoff. Mit der Oper von Berlioz über Goethes Faust eine in mehrfacher Hinsicht große Herausforderung. Es geht auch entlang der Goetheschen Vorlage mit Osterspaziergang, mit Auerbachs Keller. Das ist sehr, sehr viel und sehr raffiniert gemacht und blendend aufgeführt heute Abend. Wir haben einen sehr guten Abend. Wer die Domstufen sonst nicht kennt, könnte fast vermuten, es gäbe gar kein Bühnenbild. So perfekt fügt sich die temporäre Kulisse in die historische. Ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich den Domplatz, die Kirche, die Stufen als Mitspieler möchte. Und ich bin ganz dankbar, dass die Werkstätten das so toll umgesetzt haben. Wirklich am Ende einer Spielzeit mit allen Kräften nochmal hier das auf den Dom gestellt haben. Ich bin da sehr froh. So wird der 8 Meter hohe Torbogen, der in den Theaterwerkstätten gebaut wurde, zu einem Ort der Traumwelt. Margarete erscheint Faust zum ersten Mal. In der Erfurter Inszenierung übernimmt diesen Part, verführerisch, eine Seilartistin. Im zweiten Teil nimmt die Inszenierung noch mehr an Fahrt auf und die Dunkelheit kommt als sehr charismatischer Mitspieler hinzu. Faust verkauft seine Seele an Mephisto auf den Karwaten des Doms. Und anschließend beginnt der Höllenritt über die Stufen, die im gesamten Juli Freilufttheaterfläche sind. Das Premierenpublikum zeigt sich begeistert. Ich fand es schon am Anfang gut und es ist dann am Ende immer noch besser geworden. Ja, also die Musik war großartig. Das war meine erste Oper und ich bin also total begeistert, fasziniert, also auch von der Bühnenkulisse. Das war jetzt unsere erste Domstufen und wir waren total begeistert. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Erfurt, wir studieren beide und genau, wir haben es jetzt mal genutzt. War atemberaubend, ja. War sehr schön. Wir werden wiederkommen. Ich finde das tatsächlich sehr beachtlich, dass man sich da vorne so hinstellt und dann das so lange durchhält, also zu spielen. Und genau, also es war wirklich sehr beeindruckend. Was hat dir denn am besten gefallen? Ach, tatsächlich alles. Also ich fand das schön mit Margarete und dem Schluss, dass sie dann doch gerettet wurde. Ja. Insgesamt 20 Mal wird die Oper Fausts Verdammnis auf den Erfurter Domstufen gespielt.